Ja, hallo alle zusammen. Wir treffen uns jetzt heute hier mal wieder zu einem Insta-Live-Talk. Und zwar heute zum Thema Hernien. Wir sprechen jetzt gleich mit Dr. Jörg Sauer. Der ist Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am St. Josef Krankenhaus in Essen-Werden, was ja zu OME auch, also zu uns auch gehört. Ich denke mal, bei Hernien denken die meisten vor allen Dingen an den Leistenbruch. Darüber werden wir auch sprechen, aber vielleicht auch über andere Arten von Hernien. Ich versuche jetzt schon mal direkt den Herrn Sauer dazu zu holen. Einladung ist raus, falls Sie mich schon sehen. Müsste eigentlich jetzt eine Einladung kommen, ob die Sie dann mit annehmen antworten können. Das sind immer diese ersten. Ah, jetzt klappt's. Ich hatte Sie kurz gesehen, Herr Dr. Sauer. Ich schicke die Einladung noch mal raus jetzt eben. St. Josef. So, Einladung ist noch mal raus. Also ich hatte auf jeden Fall gerade kurz jemanden hier drin in der Leitung. Ah, das ist mal ruckelig. So, ich schicke die noch mal raus. Kommt die Einladung bei Ihnen an? So, jetzt nehme ich mal andersrum an. Ja. Ja. Hören Sie mich? Sehen Sie mich? Sehr gut. Hören Sie mich? Also vorne ging das wirklich? Okay. Perfekt. Genau. Ja, ich habe Sie gerade schon mal kurz vorgestellt. Da waren Sie noch nicht hier zugeschaltet, wer Sie sind. Vielleicht wollen Sie aber trotzdem noch mal selber kurz zu sich kurz was sagen, was Sie so machen, was da so Ihre Schwerpunkte sind. Ja, wir sind ja hier eine Allgemein- und Viszeralchirurgie, machen auch noch ein bisschen Gefäßchirurgie, aber Allgemein- und Viszeralchirurgie meint vor allem Chirurgie im Bauchraum, aber auch alle andere chirurgische Sachen, um die sich keiner kümmert. Also der Gynäkologe hat so sein festes Fach, der Urologe hat so sein festes, aber alles, was so gar keiner machen will, das machen wir die Allgemeinchirurgen dann. Aber die Schwerpunkte sind natürlich in der Allgemein- und Viszeralchirurgie auch die häufigen Sachen. Zu den häufigen Sachen gehören eben solche Sachen wie Gallensteinleiden oder eben Hernien, worüber wir heute sicher sprechen wollen, Refluxösophagitis, das sind so Sachen, die haben sehr, sehr viele Patienten und um die muss man sich kümmern. Und das kann man oft mit Tabletten, aber eben manchmal auch durch Chirurgie und das machen wir dann. Genau, ich hatte jetzt gerade schon mal kurz angekündigt, dass wir genau heute ja über Hernien sprechen wollen. Ich schätze mal jetzt einfach, wenn ich so in mein Umfeld denke, dass die meisten bei Hernien an den Leistenbruch ganz klassisch denken. Ist das auch wirklich die häufigste Form? Ja, Das war ich. definitiv. Okay. Definitiv. Also Leistenbruch ist wirklich das, was wir ja fast im Verhältnis 5 zu 1, ne? Also alle anderen Hernienformen sind relativ, na, nicht selten jetzt auch nicht, aber sind viel, viel, kommen viel, viel weniger vor als ein Leistenbruch. Das sieht man schon an unseren OP-Zahlen. Wir machen um die 200 bis 300 Leistenbrüche jedes Jahr, die wir in Ordnung bringen. Und andere Brüche sind es, ja, 80, 90. Ne? Also das ist schon ein Unterschied. Das Ja. sind die meisten. Ich Kommt sage auch aber, noch ja. genau an die Leute, die jetzt zugucken. Also ich hatte ja vorab auch dazu aufgerufen, dass Fragen gestellt werden können. Aber natürlich, die, die jetzt hier live sind, gerne die Fragen in den Chat stellen. Ich scrolle jetzt zwischendurch immer durch und gucke dann, ob ich eine Frage dann erwische, die wir dann direkt beantworten. Wenn ich was übersehen sollte, können wir es auch im Nachgang noch unter den Beitrag dann posten. Kein Problem. Genau. Genau, das jetzt mal vorab. Ja, genau. Also Leistenbrüche sind die häufigsten. Ich habe gelesen, häufig sind da auch Männer betroffen bei den Leistenbrüchen. Fast immer. Genau. Woran liegt das?
Das ist relativ einfach. Die Hoden, die sind eigentlich im Bauch entwickelt. Also die Hoden entsprechen als Organ den Eierstöcken der Frau. Und bei der Frau ist relativ einfach. Die Eierstöcke sind im Bauch, entwickeln sich da, haben ihre Blutgefäße da und bleiben auch im Bauch. Ja, gibt ja selten oder ja, Probleme bei Frauen, einfach weil die diese Durchtrittsstelle nicht durch die Bauchwand nach draußen haben. Und Hoden müssen nach draußen. Das ist bei allen Säugetieren so, weil die eine tiefere Temperatur als im Körperinneren haben müssen. Ne? Also die liegen so, die optimale Temperatur für Spermienentwicklung ist 35 Grad, das haben wir im Körper nicht, da haben wir 37, also müssen die nach draußen. Und dieser Weg nach draußen geht durch die Bauchwand ja, im Bereich der Leiste. Also die Hoden nehmen ihre Blutgefäße, die alle anderen Gefäße sozusagen mit und wandern von der Bauchhöhle innerhalb der ersten 2 Lebensjahre. Geht schon natürlich los im Mutterleib, aber innerhalb der ersten 2 Lebensjahre müssen die dann draußen sein. Ja? Und auf diesem Weg, da gibt es vorformierte Stellen, wo die da durchpassen. Und wenn sich die nicht komplett verschließen oder wenn die praktisch im Alter nicht mehr so ganz, ja, wie soll man sagen, das Bindegewebe nicht mehr so ganz in Ordnung ist, dann kann sich das wieder öffnen. Also das ist der Grund, warum das Männer haben. Nicht, weil Männer schwerer heben. Also es gibt auch Frauen, die schwer heben, die haben trotzdem keinen Oh, Leisten mehr. das hätte noch sein können. Jetzt, ich fange mal vielleicht an. Es gibt ja einmal die, sagen wir auch die Hernie- oder Leistenbrüche, jetzt mal jetzt darauf mal speziell eingehen, die wahrscheinlich schon angeboren sind und einmal die, die man einfach dann bekommt durch gewisse Genau. Dinge. Können wir dazu mal direkt so einleitend was sagen? Ja, also man guckt natürlich auch schon bei Kindern nach, ob die Hoden in Ordnung sind, also ob die da sind, wo sie hingehören. Spätestens im 2. Lebensjahr sollen sie da sein, besser eigentlich schon im ersten, weil ansonsten, wenn die Spermien anfangen, produziert zu werden und es ist zu warm, dann wird das halt nichts. Also diese Kinder, wo die Hoden nicht gewandert sind, die können unfruchtbar sein dann irgendwann später. Und deswegen guckt man da schon im Kleinkindalter, Säuglingsalter, ist da was? Und da sieht man tatsächlich manchmal, dass die Hoden schon nach unten gewandert sind, aber die Lücke noch zu groß ist. Also das wären so diese angeborenen Sachen, die merkt man meistens schon im Kindesalter. Die werden meistens von den Kinderchirurgen versorgt, können wir natürlich auch. Das ist von der Versorgung her relativ einfach. Da wird ein ganz kleiner Schnitt gemacht und da wird diese Lücke vernäht. Das verwächst sich dann mit der Zeit. In der Regel haben die als Säugling operierten Kinder später keine Leistenbrüche mehr. Und trotzdem kann es sein, dass man übersieht, dass diese Lücken noch da sind. Die werden dann ein bisschen kleiner, man kann das übersehen. Und dann sind das halt eben im Grunde auch, ja, angeboren ist es ja nicht, weil diese Lücke entsteht ja erst nach der Geburt, ja. Also angeboren in dem Sinne nicht, es ist entwicklungsgeschichtlich eben, hat sich nicht verschlossen, sowas gibt es. Die meisten Brüche sind aber später entstanden. Die kann man praktisch während des jugendlichen Alters kann man keinen Bruch feststellen und dann irgendwann wird dann berichtet, hey, da habe ich jetzt eine Beule oder ich habe Schmerzen in der Leiste, ich kann nicht mehr weit laufen oder lauter solche Geschichten. Und da guckt man dann nach und findet häufig eben auch mal eine Leistenhernie, ja. Okay, da sind wir jetzt gerade schon so bei dem Thema, genau, so nochmal Ursachen. Gibt es so Risikofaktoren für einen Leistenbruch, wenn man ihn eben später erwirbt? Wodurch kann man das bekommen? Durch die Eltern. Also das hat man vererbt gekriegt. Also das muss man so sagen, Leistenbrüche entstehen im Grunde dadurch, dass man älter wird. Und die elastischen Fasern, also es ist eine Frage des Verhältnisses der verschiedenen Kollagenfasern, also der Bindegewebsfasern, die man hat. Und Patienten, die zu viele elastische Fasern haben, die kriegen sehr, 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 sehr zeitig zum Beispiel Leistenbrüche. Patienten, die im Alter ist es aber so, dass die elastischen Fasern ja weniger da sind. Also kann man sich so vorstellen, wie so ein alter Gummi. Ne? Da liegt so ein Gummi irgendwo auf der Fensterbank und nach einem Tag kann ich den noch benutzen, nach 3 Wochen wird es Dann wird nichts es mehr. gruselig. Genau. Und so ist das mit unseren elastischen Fasern, die wir im Körper haben, auch. Deswegen kriegen wir auch Falten und lauter so blöde Geschichten. Und das ist der Grund, diese elastischen Fasern gehen dann weg. Und dann wird die Bauchdecke weniger elastisch im Alter, mit zunehmendem Alter. Und dann kriegt man da ja, dieses Loch, was da schon besteht, weil ja, das muss ja bleiben. Die Blutgefäße müssen ja irgendwie durch den Bauch durch die Bauchwand durch, sonst würden ja die Hoden absterben, zum Beispiel. Dann würde ja nicht funktionieren. Also das Loch muss irgendwie bestehen bleiben. Da ist eine weiche Stelle. Und dadurch, wenn dann die Bauchwand schwächer wird, weniger Muskulatur, weniger elastische Fasern und so weiter und so fort. Alter, dann fängt das an und beult sich da aus. Wenn man schwer hebt und
trägt, kann das natürlich auch passieren. Also wenn das eh schon eine vorformierte schwache Stelle ist und dann hebt man vielleicht noch ein, baut ein Haus und muss dauernd 50 Kilo Zementsäcke schleppen, dann kann das schon mal passieren, dass es da Knack macht und da ist er draußen. Aber dass man jetzt sagt, die Ursache für eine Leistenhernie ist das schwere Heben, kann man wirklich nicht sagen, sonst müssten alle Bauarbeiter Leistenhernien haben, haben sie ja nicht. Das heißt, man hat quasi eine Vorbelastung und dann ist Genau. sozusagen jetzt zum Beispiel das schwere Heben einfach dann der ne, Tropfen, der Auf letzte, der dem, Tropfen genau. ist. Dann, Aber ja. es gibt auch genügend Leute, die haben noch nie schwer gehoben und haben trotzdem Leistenbruch. Ja. Also das. Ich hatte nämlich auch, genau, ich hatte von wegen auch Bindegewebsschwäche, da hatte ich dann aber trotzdem auch noch gelesen, dass eben auch, das heißt nicht, dass zum Beispiel sehr durchtrainierte Menschen davor gefeit sind, jetzt, dass man Leistenbruch bekommt. Das kann, Ja. da sagt man, okay, wirklich sehr sportlich trainierte Menschen, da wird es einfach unwahrscheinlicher. Ja, das kann man so ganz kategorisch kann man das nicht sagen, weil also es ist schon immer so, je mehr Sport man treibt, je besser man trainiert ist, je fester die Bauchdecke ist, umso weniger wird wahrscheinlich passieren. Andererseits ist es natürlich so, dass diese Stelle, an der der Leistenbruch auftritt, das ist schon sowieso eine Schwachstelle, einfach weil ja, weil die Gefäße ja da durch müssen. Also ich habe ja schon eine schwache Stelle, ne? Und wenn jetzt praktisch im Bauch irgendeine Drucksteigerung ist, irgendwo wird es hingehen. Also immer da, wo die schwächste Stelle ist. Ja. Ja, okay. Und woran merkt man es dann? Sie hatten gerade schon von dieser Ausblutung, von der Beule gesprochen. Gibt es noch andere Symptome, auf die man selbst dann irgendwie achten sollte? Was, ja, was ist so das Erste, was anderen auffällt? Ist es tatsächlich diese Ausstülpung dann, die man sieht, oder gibt es noch andere Hinweise? Also die meisten Patienten haben schon so drückende Schmerzen, das muss man schon sagen. Also es tut so in der Leiste so ein bisschen weh, da drückt, die merken so, es drückt irgendwas. Ne? Das sind keine wirklich reißenden Schmerzen oder brennend oder sonst irgendwas, sondern es ist wie so ein komischer Druck. Und dann guckt man da hin und merkt, oh, Beule. Ja? Die zweithäufigsten Patienten, die kommen, oder am zweithäufigsten sind Patienten, die vom Urologen kommen. Also merkt man schon, etwas höheres Alter. Ne? Man geht da hin, guckt mal auf die Prostata, der Urologe guckt drauf und sagt, nee, Prostata hast du nicht, aber Leistenbruch, geh mal zum Chirurgen. Die merken gar nichts. Ne? Also die haben nur eine Beule, sonst gar nichts. Ja? Das gibt es natürlich auch. Ja. Aber wenn Beschwerden auftreten, ist es eher so ein Druck oder in der Hose wird es dann plötzlich wirklich eng, weil auf der Seite eben da wirklich was vorwölbt. Und wenn man dann enge Unterhosen ansieht. Und dann das dritte häufigste ist tatsächlich auch das, man soll es nicht glauben, dass die Frauen die Männer schicken. Ne? Was hast denn du da vorne? Geh mal zum Arzt. Ja. Das ist kein komischer Bierbauch sozusagen. Das ist Ja, was. na, es ist ein bisschen drunter. Ja, klar. Ja, genau, wie kann man denn jetzt, wenn man jetzt, sage ich mal, zu seinem Hausarzt erstmal geht, wahrscheinlich werden ja die meisten erstmal zum Hausarzt gehen, ist dann der erste Weg auch, dass man sagt, man macht jetzt mal einen Ultraschall oder wird man direkt auch zum Spezialisten, sollte man, oder sollte man als Patient direkt sagen, ich gehe damit jetzt direkt zum Spezialisten? Wie ist da so der Weg dann? Ja, Ultraschall machen irgendwie alle, bringt jetzt nicht so sehr viel. Also man kann eine Leistenhernie, die praktisch, also es ist ja ein Loch in der Bauchwand und wie so, da muss man sich vorstellen, wie so ein kleiner Pilz guckt dann das, was in den Bauch reingehört, das guckt dann durch die Bauchwand raus und macht dann so ein kleines Köpfchen sozusagen, wie so ein kleiner Pilz. Und was man im Ultraschall sehen kann, ist, dass dieser Pilz da ist, wenn er denn da ist. In der Regel ist der Leistenbruch aber durch Druck getriggert. Also im Stehen ist der Druck im Bauch unten am höchsten, also viel höher als oben. Ja, das heißt also, dann wird alles nach unten sich drücken und da guckt was raus. Deswegen merken die meisten Leute das im Stehen, Laufen und so weiter und so fort. Wenn man sich dann aber hinlegt, dann ist der Druck innerhalb des Bauches natürlich in Richtung Rücken am größten und eben nicht in Richtung vorne, wo die Leiste ja ist. Und dann ist er wieder weg. So, die meisten Ultraschalluntersuchungen werden ja beim Liegen Lieb, gemacht. Ja, ja. guck, ja, und schon ist klar, also dann ist mit der Leistenhernie schwierig. Manchmal kann man die Leistenhernie indirekt sehen, indem man, also wenn sie eingeklemmt ist, sieht man sie immer, auch beim Ultraschall. Manchmal kann man sie auch im Liegen indirekt sehen, indem man die Bruchlücke darstellen kann. Also indem man zeigen kann, aha, hier ist die Bauchwand zu Ende, dann ist ein Stückchen nix, 1 oder 2 Zentimeter, und dann kommt wieder Bauchwand. Manchmal Okay. geht das. Aber wir brauchen das eigentlich nicht. Also als Chirurgen
schauen wir uns die Patienten klinisch an, dann merkt man, guckt da was raus oder guckt da was nicht raus. Patienten lässt man eigentlich mal husten oder mal pressen und dann sieht man schon, da kommt unten was oder kommt nichts. Im Stehen am besten untersuchen, dann fällt das raus, dann kann man sich das angucken, dann lässt man das nochmal im Liegen, dann verschwindet es wieder, dann kann man die Lücke tasten, kann nochmal husten lassen, aha, durch die Lücke kommt was und dann ist es schon durch. Den Ultraschall machen wir eigentlich nur zur Vervollständigung, um rauszufinden, ob im Bauch noch sonst was los ist. Also was uns stören würde. Ne? Wir haben ja schon vorhin Druckerhöhung. Also zum Beispiel, wenn jemand eine Engstelle am Darm hat, dann gibt es eine Druckerhöhung im Bauch. Das kann natürlich auch mal dazu führen, dass eine Leistenhernie, die vorher eben ganz klein war oder überhaupt nicht aufgefallen ist, dass die jetzt plötzlich auffällt. Und deswegen machen wir immer noch einen Ultraschall, dass wir solche Sachen nicht übersehen. Klar. Ab wann würden Sie sagen, ich denke mal, also viele glauben gerade bei dem Leistenbruch, das ist jetzt so nichts Schlimmes, das hört man irgendwie so oft. Wie würden Sie das jetzt einschätzen? Also ab wann wird man auch sagen, nee, das muss auch definitiv operiert werden? Oder sagt man eigentlich immer? Oder bis wann kann man sagen, das kann man erstmal jetzt so lassen, aber pass auf, bei den und dem Symptomen, Obacht. Wie kann man das so einschätzen? Das ist relativ klar. Also jede symptomatische Leistenhernie sollte operiert werden. Also eine Leistenhernie, die stört, wird operiert. Eine Leistenhernie, die nur da ist und die mich jetzt gar nicht stören würde, die auch keine Schmerzen macht, die keine Gefühlsstörung, so Nervenstörungen oder sowas macht, die Frau nicht stört oder was auch immer, ja, die würde man lassen, da würde man nichts dran machen. Da gibt es eine gute Leitlinie, die sagt, nee, asymptomatische Leistenhernien werden nicht operiert. Ja. Da gibt es auch gute Untersuchungen zu. Diese Untersuchungen sind nur leider an leider ziemlich alten Männern gemacht worden. Und da wurde geguckt, was passiert eher, also auf welcher Seite, wenn man sie operiert oder also sofort operiert oder wenn man sie erst operiert, wenn die Patienten ja einen Notfall haben, also eingeklemmt sind. Was ist schwieriger, operativ, chirurgisch? Was ist schwieriger? Wie geht es den Patienten? Wie lange sind die Operationszeiten und so weiter und so fort? Und da wurde herausgefunden, ist egal. Also es gibt Patienten, die an den Folgen der Operation Komplikationen erleiden. Und es gibt eben Patienten, die an den Folgen, dass sie warten und dann eben notfallmäßig operiert werden, auch Komplikationen erleiden. Und die Zahl war gleich, sodass man gesagt hat, also Leistenhernien brauchen wir eigentlich gar nicht operieren, außer sie klemmen ein. Das Problem ist, das ist an sehr alten Männern gemacht worden. Und einer der Endpunkte war tot, der war gleich. Ist ja auch klar, wenn man sehr alte Leute nimmt. Mit jüngeren Männern gibt es das nicht. Jetzt ist das Problem bei jüngeren Leuten, wenn ich jetzt eine Leistenhernie habe und die ist symptomfrei, was ganz klar sein oder was ganz klar ist, Leistenhernien gehen nicht von alleine weg. Also man kann die nicht durch Hand auflegen, Tabletten, Kügelchen, sonst irgendwas wegmachen. Ein Einrenkgriff So, genau. sozusagen. Also die kann man reponieren, dann ist die Beule weg. Wenn man sich wieder hinstellt, kommt sie wieder raus. Ist immer dasselbe, auch wenn sie nichts sonst macht, die wird größer mit der Zeit. Vom Prinzip her ist auch klar, je größer, desto schwieriger zu operieren. Je schwieriger zu operieren, desto mehr Komplikationen. Also das eigentlich klar sein müsste, jede symptomatische Leistenhernie gehört operiert. Und eine lang bestehende, die eine Vergrößerungstendenz hat, gehört auch operiert, weil die Alternative ist so ein Bruchband. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer, Zuschauer sich das vorstellen können. Da sind so monströse Gebilde aus Leder, Stoff und Stahlriemen, die um den Bauch geschlungen werden, unter der Hose oder über der Hose und dann praktisch dieses Loch zudrücken. Das hat auch nicht viel mit Hygiene zu tun. Das ist unangenehm. Das muss man im Bett, im Liegen anlegen, dann aufstehen, erst im Liegen, nachher wieder ablegen. Also das ist eine ganz archaische Methode. Das passt in das 18. Jahrhundert, aber nicht in das 20. oder 21. Ja, da stelle ich mir jetzt auch nicht sehr angenehm vor. Und ja, das wird ja bedeuten, das war ja auch über die ganze Zeit, muss man das ja immer, das ist ja Genau. keine therapeutische Geschichte für einen kurzen Zeitraum, sondern das ist dann quasi, ne, Ja, festgelegt, so der OP trägst du das jetzt, ne, damit sozusagen nicht rausrutscht. Ja. die Patienten plündern das morgens um und das über Jahre. Ne? Also morgens um, abends aus. Ne? Ja. Und wenn die duschen gehen, dann ist der Bruch doch wieder raus. Ne? Weil sie, so, und dann gehst du wieder ins Bett, legst dich wieder hin, plündest das wieder an. Also das ist alles. Okay. Ich würde es nicht haben wollen. Jetzt sind wir ja, jetzt kommen wir langsam dem Eingriff auch näher, dass wir darüber mal sprechen. Wie läuft der jetzt? Wir sprechen da jetzt, denke ich mal, vor allen Dingen jetzt vom St. Josef Krankenhaus auch, wie es jetzt da bei Ihnen gemacht wird. Was kommt da auf die Patienten zu? Was ist, sag ich mal, die häufigste Methode, wie man operiert und welche Möglichkeiten gibt es da?
Also da gibt es jetzt inzwischen auch ganz gute Zusammenfassungen. Also es gibt so eine Hernia-Med, wie soll man sagen, so eine Hernia-Med-Studie. Was heißt Studie? Da werden praktisch alle Patienten aus den Krankenhäusern, die da teilnehmen, die werden anonym gemeldet. Da wird nachgeguckt, was passiert mit diesen Patienten. Die werden auch nach einem Jahr nochmal angeschrieben, nach 5 Jahren nochmal angeschrieben. Gibt es, kommen die Hernien wieder, also sogenannte Rezidiv, ja, oder eben nicht, oder was auch immer so passiert. Es werden die Komplikationen erfasst, es wird erfasst, wie groß die Hernien waren vorher und so weiter und so fort. Und wenn man diese Daten dann auswertet, das sind über 10.000 Fälle pro Jahr. Ja, also man hat, das sind halt sehr viele Hernien, die operiert werden. Das muss man ganz klar sagen. Und an dieses Hernia-Med melden ambulante, also niedergelassene Ärzte, die das ambulant machen. Es melden Krankenhäuser, die das ambulant machen. Es melden Krankenhäuser, die es stationär machen. Und was dabei rausgekommen ist, ist, dass für alle Patienten, die über 25 Jahre alt sind, die also keine Wachstumstendenz mehr haben, die Implantation eines Kunststoffnetzes die beste Option ist. Warum ist das so? Weil das Bindegewebe, also es funktioniert, wir haben ja vorhin schon festgestellt, es ist ja immer nur dann ein Problem, wenn das Bindegewebe schwach wird. Ja, wenn das Bindegewebe aber schwach ist und ich das noch weiter zusammenrödele und nähe und mache und tue und das Bindegewebe ist eh schon schwach, dann wird das wahrscheinlich nicht allzu lange halten. Und so ist es tatsächlich auch, die Rezidivhäufigkeit bei mit nicht netzversorgten Patienten ist viel, viel höher als bei Patienten, die mit Netz versorgt wurden. So, das ist so fast der Faktor 10. Ja, also wir haben mit Netz versorgte Patienten ungefähr 1% Rezidive, also wo das wiederkommt, nicht mit Netz versorgte haben 10% ungefähr. Ja. Sodass die Idee eigentlich ist, wir machen da ein Netz rein. Und jetzt machen wir das minimalinvasiv. Meine Vorgänger schon hier als Chefärzte haben das, ich glaube 92, haben die angefangen, minimalinvasiv zu arbeiten hier in diesem Krankenhaus in Verden. Und wir machen das mit super kleinen Schnitten. Also das sind momentan drei sehr, sehr kleine Schnitte. Und mit diesen Schnitten wird das Netz in der Bauchwand eingelegt. Also wir gehen ganz oft gar nicht durch den Bauch durch, sondern wir gehen in der Bauchwand, drängen das ein bisschen auseinander, dass wir gerade Platz haben, diese Region zu präparieren, holen das, was da durch die Bauchwand guckt, das holen wir praktisch zurück und legen davor ein Kunststoffnetz. Das ist ein sehr grobporiges Netz, das wächst innerhalb von wenigen Tagen ein, wird von selber festgeklemmt. Das heißt, wir müssen gar nichts innen drin nähen. Das machen wir gar nicht. Also wir befestigen das überhaupt nicht, weil Das sich ist das selber durchs Anliegen durch den dann. Druck, genau, durch den Druck von der im Bauch herrscht, im Stehen sozusagen, wird das angepresst. Und dadurch vermeiden wir eben auch, dass wir Nervenläsionen setzen, dass wir sonst irgendwas kaputt machen, ne? Also wir drängen das nur auseinander, holen das zurück, was draußen nicht hingehört und setzen da das Netz davor. Der Nachteil an der Methode, oder sagen wir mal so, die Komplikation ist es eigentlich nicht, aber es ist häufig mal so, dass die Beulen, die außerhalb, die sich in deiner Haut schon gebildet haben, die sind ja jetzt hohl, weil wir das ja, was draußen war, haben wir zurückgeholt. Und davor sitzt nur ein Netz und diese Höhle, die da bleibt sozusagen, die füllt sich mit Flüssigkeit. Das dauert dann teilweise 4, 8 Wochen und dann ist diese Höhle auch kleiner, aber oder weg. Ja. Aber erstmal haben wir schon mal ab und zu Patienten, wir klären alle drüber auf, haben wir schon ab und zu mal Patienten, die dann kommen und sagen, ey, da ist irgendwas nicht richtig, da ist schon wieder eine Beule. Das ist die Beule von vorher, nur dass jetzt nicht mehr das aus dem Bauch drin ist, sondern dass Flüssigkeit drin ist. Ja, da muss man aber jetzt nichts dran machen, dass so das Nee. resorbiert sich manchmal von selbst dann irgendwie. Man muss jetzt nicht noch mal da irgendwie nachfassen sozusagen, um das. Das wollen manche, wir empfehlen das gar nicht, weil da ist ja ein Netz drunter und dieses Netz ist Kunststoff. Also das heißt, wenn sich da Bakterien festsetzen würden an so einem Kunststoffnetz, dann müsste man das wieder rausnehmen. Und damit das nicht passiert, bohrt man nicht in solchen Leisten rum. Also das lässt man schön und das ist tatsächlich, also spätestens nach einem Vierteljahr ist es weg. Okay. Das heißt, das Risiko, das Rezidiv, sagten Sie ja gerade, ist definitiv geringer mit dem Netz. Genau. Ansonsten bleibt dann, sage ich mal, die normalen Risiken einer OP, einer animalinvasiven OP. Gibt es denn Fälle, wo man sagt, dass das kann man jetzt nicht minimalinvasiv lösen? Gibt es da bestimmte Kriterien, wo man sagt, das können wir minimalinvasiv jetzt machen und in dem Fall jetzt nicht mehr? Das ist so. Also wir haben ja verschiedene Methoden. Wir wenden auch verschiedene Methoden hier in Verden an. Also wir haben vier Methoden, die wir relativ häufig anwenden. Das häufigste ist das, was ich gerade erklärt habe, also innerhalb der Bauchwand. Da gehen wir gar nicht in den Bauch rein, sondern bleiben praktisch in den Schichten der Bauchwand. Hat den Vorteil, wie gesagt, müssen wir nichts festnähen.
müssen wir nichts mehr zumachen. Diese Höhle, wir lassen die Luft ab und die Höhle verschließt sich von selbst sozusagen. Das Netz verklemmt sich von selbst, alles ist schick. Dann kann man noch auch laparoskopisch durch den Bauch durcharbeiten. Das hat den Vorteil, dass wir beide Seiten gut sehen können. Also wenn wir vorher nicht so ganz genau, das machen wir oft, wenn wir vorher nicht so ganz genau sehen, hat er jetzt eine beidseitige Hernie oder nicht, dann kann man auf der einen Seite, wo es klar ist, ist es ja klar, aber auf der anderen Seite kann man nochmal hingucken. Und wenn man da auch ein Loch sieht, dann weiß man, okay, der hat beidseitige Hernie, dann machen wir gleich beide mit. Ja, das wird vorher so erklärt, also das machen wir nicht einfach so, sondern das wird vorher natürlich mit dem Patienten besprochen, ist ja klar. Also das wäre die zweite Methode. Die hat aber den Nachteil, wir machen dann das Bauchfell von innen auf, damit wir an die Region kommen und dies müssen wir auch wieder zunähen. Also da haben wir eine Naht mehr und das kann auch bedeuten, dass wir mal eine Nervenverletzung mehr machen. Ist tatsächlich in dieser großen Studie, die ich vorhin erwähnt habe, so auch beschrieben. Also eine TAP, das wäre die Methode durch den Bauch durch, hat mehr Nervenläsionen als eine TAP. Nicht viel mehr, aber mehr. Ja. So, und die dritte Methode, die wir häufig machen, ist ein Netz von außen aufzubringen. Also wir machen praktisch einen Hautschnitt von außen, der ist ja, 5, 6 Zentimeter lang. Darüber wird praktisch diese Region auch dargestellt. Dann wird ein Netz von außen sozusagen aufgenäht. Das ist immer die Methode der Wahl, wenn von innen schon ein Netz liegt, also wenn es ein Rezidiv gegeben hat. Oder wenn größere Operationen im Unterbauch stattgefunden haben, die uns den Zugang verwehren. Also zum Beispiel, Von Narbung. ja, Vernarbung. Also die Netze von innen, die werden immer hinter die Blase gelegt, also zwischen Blase und Knochen, damit die sich auf der Mitte damit die gut verwachsen können. Und wenn die Patienten zum Beispiel eine Prostata-Operation hatten, dann ist dieser Zugang schon vernarbt. Also um zur Vorsteherdrüse zu kommen, muss man praktisch die Blase abpräparieren und muss da unten rein. Und dann kriegen wir keinen Platz mehr laparoskopisch, dann können wir das nicht mehr präparieren. Jedenfalls nicht ohne größere Komplikationen eventuell auszulösen. Das will ja niemand. Und dann ist die kleinere Komplikationsrate eben, das von außen draufzulegen und einzunähen, das Netz. Das ist der sogenannte Lichtenstein. Der hat auch den Vorteil, den kann man auch in Spinalnarkose machen, also in Spinalanästhesie machen. Da muss man keine Vollnarkose für haben. Das geht auch in Spinalnarkose. Ne? Die anderen Methoden, klar, werden alle in Vollnarkose gemacht, wie sage ich mal, bei anderen Laparoskopien ja auch in der Regel. Ja, also ich sage mal so, Laparoskopie in Spinala, das will keiner haben. Das Ja. hält keiner so gut aus. Nee, auf beiden Seiten. Was sagen Sie den Patienten denn, wie sollte man sich nach der OP verhalten? Also ich kenne jetzt so diese gängigen Sachen, was man nach Laparoskopie jetzt sagt. Gibt es noch spezielle Verhaltensweisen, die gut für den Heilungsprozess sind, speziell nach Hernienoperationen? Also wir sagen 4 Wochen lang nicht schwer heben und tragen, das ist alles. Ne, also ein schwer heben ist 10 Kilo. 10 Kilo ist schon nicht viel. Also für die Herren der Schöpfung immer dieses Bier, die Kiste muss die Frau holen in der Zeit. Ja, das hilft alles nichts. Oder er muss ein paar Mal gehen, das geht natürlich auch. Aber sonst ist alles freigestellt. Also alles, was auch Sport mit dem eigenen Körper. Ne, also ins Studio gehen und sagen jetzt mal Kniebeuge, weiß der Geier was, das geht alles. Fahrradfahren. Solche Geschichten, aber nicht heben, also nicht an die Hantelbank gehen und draußen das Fahrrad halt nicht über die Treppe tragen. Ne? Das heißt, Ansonsten mal leichte Ausdauersachen, wo man jetzt eben nicht das kann man Gewicht alles machen. geht, aber eben nicht. Kann man alles machen. Das Problem ist halt, wenn wir schon verbieten, schwer zu tragen, sind halt bestimmte Berufsgruppen automatisch 4 Wochen krankgeschrieben. Das ist leider so. Ne? Also es gibt halt also Bauarbeiter, ist klar. Also wenn der keinen anderen Job kriegt im Büro, was er in der Regel nicht kriegt, dann muss er halt 4 Wochen Pause machen. Oder was weiß ich, Lastwagenfahrer, die selber laden und entladen müssen. Das geht auch nicht. Ja? Also die sind dann 4 Wochen raus. Ich sag mal so, Bürojob, wenn die Aktenordner nicht zu dick sind, kann nach einer Woche wieder arbeiten gehen. Genau, also im Prinzip. Die Schmerzen halten sich ja wahrscheinlich auch in Grenzen nach dem Eingriff. Das ist natürlich subjektiv, aber das darf mit starken Schmerzen noch nachzurechnen eigentlich. Also es gibt ganz normale Schmerzen. Also hat jeder zu Hause Ibuprofen, Novamin, Paracetamol, egal was. Das ist das, was man zu Hause hat. Wir geben das als Standardschmerzmittel selbst direkt nach der Operation. Also ungefähr ja, 20% der Patienten brauchen noch ein zusätzliches Schmerzmittel in der ersten Nacht, ab der zweiten Nacht nicht mehr.
Ne? Also die meisten Patienten kommen wirklich mit diesen gerade minimalinvasiven Operationen also super zurecht, mit relativ wenig Schmerzen. Wir mobilisieren am ersten Tag, also die Patienten müssen am ersten Tag aus dem Bett, die Patienten müssen am ersten Tag ganz normal am Tisch essen. Also wir wollen die nicht im Bett liegen haben. Klar gibt es noch diese Antithrombosespritze, die gibt es dann abends noch, weil man doch mehr liegt als zu Hause. Aber wir wollen eigentlich gar nicht, dass die Patienten so viel aus dem Tritt kommen. Und Ja, deswegen das ist sagen. bei vielen Sachen, ne? Das war damals, glaube Genau. ich, ja wirklich anders. Da hat man ja immer gesagt, schon, schon. Und jetzt ist ja, du Ja. bist frühzeitig zusehen soll, dass man wieder, ja, Genau. ne, sich bewegt und mobilisiert. Wahrscheinlich ist auch die Liegezeit jetzt gar nicht so hoch nach der OP. Oder wann können die meisten Patienten raus aus dem Krankenhaus? Also die erste, das Problem bei der Leistenhernie ist, haben wir ja gerade festgestellt, nicht der Schmerz, das ist unproblematisch. Das Problem bei der Leistenhernie, wenn man sie minimalinvasiv macht, ist eigentlich nur die Nachblutung. Also weil wir das Problem ist, kann man sich auch ganz gut erklären. Also der Druck zum Beispiel im venösen System, der ist nicht allzu hoch. Der Druck, den wir da einleiten mit Luft, damit wir was sehen können, der ist viel, viel höher als im venösen System. Und deswegen haben wir oft so Situationen, wo wir gar nicht wissen, wird es denn bluten oder wird es nicht bluten. Also das ganze OP-Gebiet sieht absolut trocken aus, ist alles schick. Und dann lassen wir die Luft ab, damit geht der Druck weg, aber gleichzeitig sehen wir auch nichts mehr. Also wir können praktisch intraoperativ nicht in jedem Winkel gucken, wird das denn trocken bleiben oder nicht. Und das sind schon relativ große Höhlen. Also die Netze sind 10 mal 15 Zentimeter groß. Und so groß muss natürlich auch die Höhle werden. Das sind schon relativ große Höhlen. Also ist da so die Idee, na, müssen wir einen Tag wenigstens mal gucken, ob es nachblutet oder nicht nachblutet, sodass wir die Patienten mit einseitiger Leistenhernie am Folgetag entlassen. Also bleiben eine Nacht bei uns, gehen am nächsten Morgen ganz normal nach Hause. Patienten mit beidseitigen Leistenhernien bleiben 2 Tage, einfach weil die Höhle auch größer ist. Da muss man sich vorstellen, 2 mal 15 mal 10 Zentimeter groß im Netz. Also die bleiben dann praktisch einen Tag länger, da ist auch die Blase stärker mobilisiert. Da muss man mal gucken. Manchmal haben die auch Blasenentleerungsstörungen für den ersten Tag. Also nach dem muss man ein bisschen mehr gucken, deswegen bleiben die 2 Tage. Aber im Grunde ist das in der Zeit erledigt, außer intraoperativ kommt schon zu Blutungen, also Patienten, die jetzt Blutverdünner nehmen. Ne? Also ASS, manche müssen das auch während der OP nehmen, das hilft alles nichts. Ja, die ist voll Das genau merkt, können. die bleiben halt, da legt man eine Drainage ein, da muss man gucken, was da kommt. Das kann auch sein, dass die nur 1 oder 2 Tage bleiben, aber das ist schon oft so, dass die einen Tag länger bleiben müssen. Klar. Ich gucke jetzt immer auf meinen Zettel. Ich hatte vorab auch ein paar Fragen bekommen von Leuten unter unserem Post. Okay, die eine Frage hat man eigentlich vorhin schon beantwortet. Da hat er auch eine gefragt, ob ein Leistenbruch im Ultraschall zu sehen ist und ob ein Allgemeinmediziner sozusagen da drauf gucken kann. Das hatten wir ja gerade schon besprochen. Da hatten Sie ja schon gesagt, dass Ultraschall jetzt gar nicht so unbedingt Gebraucht wird. Also schadet auch nicht, aber also rein die klinische Untersuchung ist das Wesentliche. Und genau die Sache dann eben, dass man im Stehen ja eigentlich besser sehen würde und der liegende Genau. Ultraschall eigentlich dann schwer darzustellen ist. Dann eine Dame, die ist wahrscheinlich selber, die ist lebertransplantiert und hat COPD und hat einen Narbenbruch und fragt, ob sie überhaupt behandelt werden kann. Ja, warum nicht? Klar. Oh, also da spricht ja nichts dagegen dann trotzdem, ne? Nee, da muss man halt gucken, was ist das für eine Narbe, wie lässt sich die am besten versorgen, aber klar, da spricht eigentlich erstmal nichts dagegen. Also auch da gibt es ganz verschiedene Methoden, da kann man Netze drauf rein, unter die Narbe machen, man kann laparoskopisch, was das Richtige ist, muss man dann für die Patientin sehen, ne? Wir operieren ja auch inzwischen an der Uniklinik mit dem Roboter. Auch da machen wir Narbenhernien, Mittellinienhernien, Leistenhernien, kann man mit dem Roboter auch relativ gut operieren. Also auch da gibt es noch ein paar Möglichkeiten, die man sonst vielleicht nicht hat. Also das muss man einfach besprechen, welches Verfahren dann gut ist. Aber prinzipiell geht das, ne? Wo Sie jetzt gerade mal von Netz gesprochen hatten, das Netz, das bleibt, das hält quasi ein Leben. Oder gibt es da irgendwie, gab es da Probleme, dass man sagt, das müsste man irgendwann wechseln, weil es damit Probleme gibt? Oder kann der Körper das irgendwie abstoßen oder passiert das in der Regel eigentlich nicht? Also mit den neuen Netzen passiert nichts mehr. Das ist eine Geschichte mit den alten Netzen. Da gab es Netze, die waren sehr, sehr fein. Das sind gestrickte Netze, die sind also nicht gewebt und sonst irgendwie, die sind gestrickt, richtig gestrickt.
Und wenn man so, wie man zu Hause auch, so ein Pulli, ne, wenn man den mit feinem Garn und ganz, ganz eng strickt, dann kann man nicht mehr durchgucken. Ja, und dann konnte das Gewebe auch nicht durchwachsen. Dann ist das Gewebe nur drumherum gewachsen. Und das Gewebe, da gibt es dann die Tendenz, das wird als Fremdkörper erkannt. Und da gibt es dann die Tendenz, dass dieser Fremdkörper abgestoßen werden soll, will. Und der bewegt sich dann durch den ganzen Körper. Das hat man aber in den letzten, schon vor 20 Jahren im Grunde erkannt, dass das nicht funktioniert mit diesen ganz, ganz eng gestrickten Netzen. Und jetzt strickt man die Netze so, dass man richtig durchgucken kann. Also ganz grobe Maschen. Und durch diese einzelnen Maschen wächst das eigene Gewebe und dann ist das fest, dann ist das dicht. Rausgenommen müssen die nur noch werden, wenn die infiziert sind. Ansonsten halten die tatsächlich lebenslang. Das Material, was wir nehmen, das ist ein spezieller Kunststoff, der wirklich nicht vom Körper angegriffen werden kann. Daraus ist auch Nahtmaterial. Dieses Nahtmaterial gibt es schon seit den 50er Jahren. Das ist Selbst, auch noch. nee, Gott, das Bitte? wäre jetzt blöd, aber das Nahtmaterial, was man im Körper sozusagen nutzt, jetzt auch nicht. Genau, wenn man jetzt näht, also wenn man jetzt irgendwas zunäht oder sonst irgendwas, seit den 50er Jahren und dieses Material wird auch als Netz genommen. Also das ist auch recht sicher, ne? Wenn es denn nicht als Fremdkörper angenommen wird, ne? Also deswegen grobe Maschen. Ich sage immer zu meinen Patienten, wenn sie sich nicht verbrennen lassen, sondern einfach nur, wenn sie mal irgendwann sterben sollten, begraben lassen und dann in 1000 Jahren gräbt da einer, der findet die Netze, ne? Ja, da weiß man dann, wer die Hernie gehabt hat. Schön. Das will man hören dann im Vorgespräch. So, dann war noch eine Frage vorab. Da hatten wir aber auch einleitend kurz schon mal drüber gesprochen. Ja, was kann ich tun, um Hernien zu verhindern? Da hatten Sie ja schon gesagt, das meiste, was man, das bekommt man mitgegeben genetisch natürlich. Da gibt es jetzt nichts, Ne. ja, keine Gesundheitsvorsorge, sage ich mal, zum Thema Hernien. Nee, also wie gesagt, es gibt ja Patienten, die oder Leute, die bekommen Hernien, ohne dass sie schwer heben. Und es gibt Leute, die kriegen sie nicht, obwohl sie schwer heben. Also was soll man da jetzt, ne? Die einzige Verhinderung wäre ja ein Druck im Bauch weniger. Prinzipiell ist immer so, Normalgewicht wäre förderlich, ne? Also dass der Druck im Bauch durch zusätzliches Fett, was sich ja gerade bei Männern oft im Bauch statt rundherum ansammelt, dass das weniger wird. Aber das ist so ein allgemeines, haben Sie auch gerade gesagt, ne, gesund leben halt, aber sonst wüsste ich Ja. jetzt auch nicht. Bewegen und genau, ne, ich Ja, glaube, sowieso, klar. passend krank sein, so das Normale, was man ja eigentlich bei allen. Aber das verhindert keine Hernie. Ja. Ja. Das macht vielleicht, dass ich, wenn Probleme auftreten, soll es ja immer so bei Operationen, wir operieren ja am liebsten die sonst gesund sind. Weil wir wissen, selbst wenn was passiert, ne, Komplikationen ganz verhindern kann man sie ja doch nicht. Ja, also es gibt doch immer den ganz geringen Prozentsatz, wo irgendwas was passieren sollte, wo es Komplikationen gibt. Aber den gibt es halt und den können wir auch nicht auf null senken. Ne, das wäre schön, das würde ich mir wünschen, aber haben wir leider nicht. Und wenn Komplikationen auftreten, die enden oder die bedingen ja immer, dass ein Patient irgendwie schlecht geht. Ne? Der kann sich schlechter mobilisieren, kann sich schlechter bewegen und so weiter und so fort. Und wenn der schon vorher aber fit ist, dann wird er die Komplikation einfach besser überstehen. Also insofern ist diese gesunde Lebensweise mit Bewegen, Mobilisieren, viel an frischer Luft und so weiter und so fort, ist immer gut, aber nicht um die Krankheit zu verhindern, sondern um das Outcome, also wie man aus der Operation kommt, zu verbessern. Ja. Ja, guck nochmal eben jetzt. So, das waren die Fragen. Gucken wir mal, ob wir alles beantwortet haben schon. Ja, das hatten wir auch alles. Ach so, eine Sache war noch schwangere Frauen. Wir hatten ja jetzt viel von Männern gesprochen, weil ja jetzt gerade die Leistenhernien. Was ist denn mit schwangeren Frauen, sage ich mal, durch doch da auch diesen großen Druck? Gibt es da irgendwie, ist das ein Risikofaktor oder ist das auch, sage ich mal, verschwindend gering jetzt im Vergleich? Also gibt es nicht oft. Also bei Frauen gibt es ja sowieso relativ wenig Brüche insgesamt. Also Narbenbrüche haben die natürlich ganz genauso viele wie, oder Narbenbrüche. Das sind ja so Brüche, die haben nicht mit der Leiste, nichts mit den Hoden und so zu tun. Die gibt es natürlich genauso häufig wie bei Männern. Also es ist nicht anders. Ja. Dann gibt es noch bei den Frauen häufiger mal Schenkelbrüche. Die sind zwar in der Leiste, die haben aber damit zu tun, das sind vor allem ältere Frauen, die Gewicht abgenommen haben. Da ist dann praktisch rund um die Blutgefäße, die zum Bein hingehen, ist so eine kleine Fettlamelle. Und diese Fettlamelle ist natürlich bei Leuten, die ein bisschen mehr wiegen, größer als bei Leuten, die weniger wiegen. So, und wenn die dann abnehmen,
Also ist jetzt nicht böse gemeint, aber kann sich jeder vorstellen, also es ist so die kleine Hutzeloma. Ja. Da wird diese Fettlamelle dann wieder kleiner und dann steht da ein Raum und die kriegen dann häufig da ihren Vorfall. Ja. Und das kann man aber genauso mit so einem Leistennetz lösen. Bei schwangeren Frauen ist es ein bisschen anders. Da würde man, solange wie sie schwanger sind, also das gibt es schon mal, ne, dass der Druck höher wird und dann kommt dann so eine Beule irgendwo raus, die man vorher gar nicht so gesehen hat. Wenn die Beschwerden macht, muss die mal irgendwann operiert werden. Würde man aber, wenn die Patienten schwanger sind, nicht operieren, einfach weil sie schwanger sind. Also um dem Kind nichts zu tun, sozusagen, würde man das, wenn es irgendwie geht, verschieben auf die Zeit nach schwanger. Okay. Ja, das wird ja jetzt in den Rahmen springen. Es gibt natürlich noch andere, sag ich mal, Weichteilbrüche, über die wir jetzt nicht so gesprochen hatten, weil wir ja vorher gesagt haben, Leistenbrüche sind natürlich so die häufigsten. Wir können ja mal überlegen, ob wir sonst noch mal zu den anderen Brüchen was separat vielleicht sonst machen. Ja. Aber ich sag mal, was sind denn so die Hauptweichteilbrüche, die es sonst noch gibt? Also Narbenbruch, Nabelbruch. Zwerchfellbruch waren jetzt so die ich Genau. irgendwie gerade hatte. Oder gibt es da noch andere Brüche, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe? Ja, gibt ganz viele noch, ne? Also es gibt auch verschiedene Formen von Zwerchfellbrüchen. Also der typische ist ja um die Speiseröhre rum, kann man auch super, super gut beheben eigentlich. Alles wieder runterziehen, zumachen, na, Magen drum rumlegen, fertig, ne? Also schon ist alles gut, aber naja, vielleicht ist doch nicht alles gut, aber meistens. Aber dann gibt es zum Beispiel noch Zwerchfellbrüche in anderen Stellen des Zwerchfells, wo sie wesentlich schwieriger zu operieren sind, weil sie eben auch extrem selten sind. Auch sowas muss aber trotzdem gemacht werden, weil das teilweise eben auch bei der Atmung stört und so weiter und so fort. Es gibt Zwerchfellbrüche, die nach Unfällen entstehen. Also da gibt es ganz verschiedene Sachen. Ansonsten war es schon fast vollständig. Aber was es noch gibt, es gibt sogenannte innere Brüche. Also das praktisch. Die kann man, die gehen nicht nach außen durch. Also es gibt so Brüche, die in der Bauchwand entstehen, an Stellen, wo die Bauchwand auch so ein bisschen aufgelockert ist, nicht ganz so fest, wie sie sonst ist. Und da kann sich da was einklemmen und das geht aber gar nicht nach außen durch. Das bleibt dann in der Bauchwand. Und durch die Muskelarbeit, das tut den Patienten auch weh. Also die kommen immer mit Beschwerden. Ne? Dann ist ja klar, sonst würden sie ja nicht kommen. Also nach außen sieht man es nicht. Und sonst stört es nicht, aber klar, wenn die immer Beschwerden haben bei Bewegung, spiegelsche Hernien, also das sind so Hernien, die praktisch nicht die ganze Bauchwand durchgreifend sind, die können auch überall sein. Und dann gibt es noch die direkten inneren Hernien, also wo der Darm zum Beispiel so eine Art Taschen bilden kann. Und der Darm hängt ja an so einem Gekröse dran und da können sich Taschen bilden und in diese Taschen kann auch sich Gewebe einklemmen. Also so innere Hernien, sowas gibt es halt auch. Das hat mit auch nach außen hin fällt das gar nicht auf, gibt aber dann irgendwann Darmverschluss. Und Wahrscheinlich auch innere Hernien ist wahrscheinlich auch schwerer zu diagnostizieren und da rennt man wahrscheinlich länger mit rum, bis wahrscheinlich man weiß, woran liegt es, dass man Beschwerden hat, könnte ich mir jetzt nee, vorstellen. in der Regel führen die irgendwann zum Darmverschluss, ne? Weil der Darm abknickt und dann gibt es einen Darmverschluss und dann kommt man in die Klinik und dann macht man das und dann war es halt eine innere Hernie. So. Ja. Und da dann ist schon aber natürlich Alarm, ne? Wenn der Darmverschluss da ist, Ja. dann. Aber das kann man nicht in der Regel, ne, man sieht ja nach außen nichts, die Beschwerden sind auch eher moderat, so unklare Bauchschmerzen. Man kann das auch nicht im CT immer ganz gut sehen. Also selbst wenn man ein CT machen sollte, das wäre dann die Untersuchung der Wahl, aber selbst wenn man das machen würde, kann man nicht immer sehen, dass da eine innere Hernie vorliegt. Also es ist nicht ganz easy zu diagnostizieren, wenn es unspezifisch ist. Und das einzige Spezifische ist tatsächlich dann der Darmverschluss und deswegen endet es meistens da, muss man leider sagen. Ja. Also ja, nicht so offensichtlich wie eben ja, bei der Leiste dann die Geschichte. Wenn Genau. man wirklich Ausstülpung sieht außen, ist das relativ klar, aber natürlich klar, bei den inneren Geschichten natürlich dann nochmal schwieriger. Okay. Ja, ich gucke jetzt noch einmal, ob ich hier was übersehen habe bei mir. Wie gesagt, Angebot steht aber sonst auch, dass die Leute gerne im Nachgang noch was kommen, weil das Video werde ich speichern. Dann noch, wenn sie noch Fragen haben, würde ich die dann sonst einfach nochmal weiterleiten in der Das E-Mail. machen wir so, genau. Ansonsten habe ich jetzt hier so nichts mehr. Ich weiß nicht, oder haben Sie noch irgendeine Ja, ich habe Sache? immer noch ganz viel, aber das können wir gerne, also ne, die anderen Herren, die sind ja auch extrem interessant, aber das können wir gerne mal in einer Ja. zweiten Sendung oder so machen, wenn Sie wollen. Ja, würde ich sagen. Das machen wir nochmal extra dann vielleicht, dass man da nochmal ausführlicher drüber spricht. Wir hatten es jetzt so ein bisschen auf wahrscheinlich Leiste fokussiert, weil Ja. das dann
häufig ist, aber Genau. vielleicht ist das andere auch gut für Leute, die eventuell noch gar nicht so genau wissen, was sie haben, dass man sogar vielleicht drauf gestoßen wird dann. Das ist ja auch dann Ja. eine schöne Sache. Ja, dann danke für die Zeit. Ja, ebenfalls vielen Dank zurück. Und ja, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und danke an Tschüss. alle, die zugeguckt haben. Tschüss. Ciao.